So, 87 Tage in der Apokalypse haben wir schon überlebt. Auf die nächsten 87 Tage, würde ich sagen. Gut, ich bin das euer MC Muffix. Und wir haben jetzt eigentlich nicht gehört, was er hier zu Ende gesagt hat. Aber das ist ja wurscht. Was ist beim letzten Mal geschehen? Wir sind besser durch die Gegend gecruised. Haben wir für Copeland einen... den Ned getötet, der hier für Ärger in seinem Camp gesorgt hat. Und dann waren wir an Sarahs Grab und haben an ihrer Gedenkstätte nochmal kurz innegehalten. Nun sind wir hier in Tuckers Sklavenlager. Mir fällt irgendwie gerade auf, Mann. Ich verteidige sie zwar immer, aber sie die wirklich alle hier auch immer nur in Zelten und so, während die anderen immer in Hütten schlafen. Ich bin immer abgeneigter von Tucker. Naja, zumindest sie hat uns hier gesagt, dass wir, dass es hier Ärger gab mit ein paar Driftern. Um die werden wir uns jetzt wahrscheinlich noch schnell kümmern. Und danach wird das dann hier wieder zu Iron Mike zurückgehen und mit der Story weitergehen. So, ich kann mich ja ganz schön hier hinwarpen. Zack, verliere mal 0,7 Gallonen. Wieso ist alles immer im amerikanischen Maß hier angegeben? Wir sind in Europa. Ich mag keine Gallonen, ich mag keine Meilen, ich mag keine Feet, keine Inches. Was auch immer. Bei mir gibt es Meter, Kilometer und das war's. Gallonen gibt es bei mir auch nicht. So, vielleicht Melonen. So. Ich wollte eigentlich driften. Hä? Irgendwie klappt. Irgendwie hat das gerade nicht gedacht. Ach, das funktioniert, wenn man ein bisschen Beschleunigung drauf hat. Okay. Na gut, dann kümmern wir uns schnell um die Drifter hier, der für Ärger gesorgt hat. Und danach, wie gesagt, geht's an Mike zurück. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich bin auch gespannt, ob wir in nächster Zeit mal wieder eine O'Brien-Szene haben. Da ja immer noch die meisten Fragen hier gestellt werden. O'Brien ist natürlich unser... Das finde ich eigentlich ist das Coole. O'Brien ist halt wirklich die Sache, der Angelpunkt, der uns hier mit der wirklichen Geschichte, was hier eigentlich los ist, was natürlich ja Frage ist, die wir uns immer alle stellen, los ist. Während es zum Beispiel in The Last of Us sofort gesagt worden ist, da gibt es hässliche Pilze und die... Ich bin am Old Wagon Hotel. Ich geh jetzt rein. Kannst du Larsen sehen? Ist er da? Keine Ahnung, aber wenn, dann finde ich ihn. St. John End. Von da aus wurde ich schon mal beschossen. Daran erinnere ich mich noch. So, wo sind denn die Penner? Da war doch was. Nein! Ja, für die Safe-Sachen ist es natürlich besser, wenn man immer in der Nacht reinläuft. Aber wer geht schon in der Nacht rein? Das war schlecht, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ich bin hier! Was ist das? Komm schon. So. Ah, oh, verdammt, Mann. Das habe ich dumm gemacht. Naja, die Gegner sind ja auch zum Glück nicht immer die schnellsten und hellsten, was die Sache natürlich ein bisschen leichter macht, aber trotzdem ist keine so gute Situation, besonders weil die so madig aneinander stehen. Und ich würde jetzt gerne ehrlich gesagt die da draußen lieber erstmal alle machen. Bleiben, sind die jetzt ein Liebespaar oder was? Ich habe es zwar einmal geschafft, aber das ist echt schwer. Also die Mollys haben hier in dem Spiel echt eine extrem kleine Reichweite. Das macht die Sache immer ein bisschen schwer, hier mit Mollys wirklich zwei Gegner zu erwischen. Alter. Die gehen echt am Meter immer hin und her. Oh, okay. Dritter. Komm, markieren. Alter, ich kann ihn nicht markieren. Jetzt. Ach, ich hätte gleich meine Steine wieder auspacken sollen. Was ist mit mir los? Stein for the win. Nein. Hä? Das ist ja... Boah. Habe ich Glück gehabt, dass die mich nicht sofort gesehen hat. Da kommen welche. Willst du mich verarschen? Willst du mich ganz ernsthaft verarschen? Ich war hinter ihm gestanden, hab Dreieck gedrückt. Keine Reaktion von dem Spiel. Keine Reaktion von dem blöden Spiel. Keine blöde... Okay, jetzt will ich das kotzen. Kann er nicht. Ah, die Level-Architektur hätte ein bisschen cooler sein können. So, dass man da so hochhüpfen kann vielleicht.
So. Okay. Könnte natürlich da reinhüpfen, wenn ich mal richtig. Kommt. Kommt. Hier bist du. Die Büsche. Ja! Dabei. Komm, komm! Dritte Schuss ist. So. Pistolenmoney haben wir jetzt wieder voll aufgestockt. Ich will eigentlich nie mit der AK rumschießen. Alter, was ist das für ein... Das ist so ein dummer Winkel gerade gewesen. Ich konnte es wegen den Typen nicht abschießen. So. Ist da oben noch einer? Nimmer mehr, oder? Keine Ahnung, was die Typen da machen. Haben die keine Lust mehr, oder was? Weiß er schon, dass ich da bin? Jo, weiß er. Aber das ist mir wurscht. Bam. Ganz ernsthaft, Mann, sowas gefällt mir am Spielen. Ich liebe es, nein. Nein. Ich liebe es an Spielen, wenn Gegner wirklich immer nach Positionen suchen. Ich meine, in vielen Spielen ist es ja einfach wirklich so, dass die Gegner einfach immer automatisch wissen, wo man ist. Hier ist das nicht so und das ist eigentlich ganz cool, weil Gegner halt wirklich immer darauf reagieren, wo du bist. Das ist eine coole Sache. So, loopen wir euch und dann schauen wir mal. Hey Larsen, hältst du noch durch? St. John, ich wollte nur in die Stadt was trinken, mit Freunden rumhängen. Sobald du frei bist, machst du, dass du von hier wegkommst. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Keine Ahnung, wo du hergekommen bist, aber meine Güte. Los, lauf. So, eine weitere gute Tat haben wir erledigt. Und dafür dürfen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen klauen. Oh, hier ist so wenig. Keine Ahnung, Mann, in dem irgendwas ist. Hier, da ist was drin. Da ist was drin, das spüre ich. So, Schrott. Viel zu wenig, Mann. Viel, viel zu wenig, Mann. Aber ich möchte. Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit Schrott suchen. Da sind. Freak, aber die sind mir wurscht. Ich will nur Schrott. Und bevor ich jetzt das herstelle, nicht, dass ich da was verliere. Nein, kein Attraktor. Ein Attraktor interessiert doch kein Mensch. So. Eine Annäherungsmine. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Aber wenn es sicher bald herausfinden. Okay. So, jetzt haben wir das. Und jetzt endlich, nachdem wir hier wieder ein bisschen nur rumgesandelt haben, blöde Sideaufgaben gemacht haben, die keinen Menschen interessieren, geht's jetzt hier weiter. Wie hast du gerade nachgeladen? Das sah gerade so aus, als hätte er so sein Munitionsclip hochgeschmissen, das andere rausgeschmissen und in neue reingetan. Also nicht, dass er das nicht könnte, ich bin mir sicher, das kann er. So, also wir haben da eh so viele Aufgaben. Kann ich mich dahin warpen? Yo, 1,26 Gallonen sind da wieder weg. Das heißt, wir müssen erstmal wieder zu einer Tankstelle. Das Schlimme ist, also ich muss sagen, dafür gibt es echt einen, also das ist ein großen Kritik beim Spiel. Das mit dem Benzin, ich kann den Sinn dahinter verstehen, dass man halt einfach immer ein bisschen auf seine Ressourcen achten muss. Ist ja auch eine okay Idee. Aber dann sollte es halt in den Lagern kostenfrei Benzin geben. Ich finde, das sollte einfach so sein. Dass man sein Bike repariert, dass es kostet, ist in Ordnung. Aber nicht, dass man was auffüllen muss. So, schneit und es leckt. Was euch lieber ist. So, weil das Problem ist halt wirklich, wenn ich jetzt hier eine Tag, Aufgabe beginne. Da? Ich habe Larsen gefunden. Er sollte jetzt auf dem Weg nach Hot Springs sein. Sehr gut. Alkai wird nach ihm Ausschau halten. Es sind jetzt noch mehr Ripper nach Belknap unterwegs. Wir brauchen hier jeden Mann. Tucker, Ende. Oder jede Frau. Oh, schneit wieder. Ich sollte mal tanken. Das machen wir. Weil das Problem ist halt, wie in diesem Fall. Ich habe da eine Aufgabe und bin gezwungen, erst irgendwo hinzugehen, Benzin aufzufüllen und dann kann ich erst da der Hauptzoll, weil ich müsste jetzt kostbares Geld, was ich müsste ich unnötig einfach hier abgeben. Und das will ich natürlich nicht machen. Ich bin ja nicht ganz dummisch. So.
Ah, das, die roten Texte kann ich nie lesen. Warte mal kurz. Also, wenn ich sitze ungefähr, ich weiß nicht, so einen Meter weg vom Fernseher. Und ich kann da wirklich nichts erkennen. Also wirklich nicht das Geringste. Das, ich erkenne rot und einen Text. Und ich meine, ich bin ja eh blind. Wie eine Eule. Ich wundere es, dass ich hier immer... Das, also zum Glück muss man keinen Führerschein hier machen. Ansonsten wäre ich eh schon... hätte ich eh keine Chance. Oh, Alter, aber wie das Ding slidet hier, Mann. Weh, das ist wieder ein Sniper. Und weh, da steht wieder dieses dumme Seil. Ich wurde ja schon... diese Straße ist echt nervig. Da wurde ich schon abgeschossen von Snipern. Da unten warten die mit ihrem mit ihrem Seil und da ist ein Bär. Alter! Alter! Was sind denn das für Mutantenwölfe, Mann? Die können mit meinem Bike mithalten! Deserteure, verdammt, sie dürfen mich nicht sehen! Ich will doch gar nicht! Wir brauchen ihn lebend. Lebend? Ach, komm schon. Was? Wieso? Vor seiner Flucht stahl er 2 Beutelsamen. Dick, wir brauchen die. Oh, Scheiße. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat. Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay, ich werde ihn mir holen. Dicken Ende. Und ich weiß gar nicht, wie kann ich denn in 5 Gottesnamen Leute stealthig antreiben? Da hinten ein Freaker? Okay, Dick. Die kenne ich schon hier. Jetzt habe ich ihn eh wahrscheinlich aus Versehen schon wieder getötet, oder? Aber ich wüsste nicht, wie die Leute... Ich dachte, ich wäre in Deckung. Ich habe keine Ahnung, Mann. Was war jetzt gerade hier los, Mann? Ach, okay. Ich bin hier komplett mit einer anderen Aufgabe. Ich war hier gerade in einer anderen Aufgabe. Ich dachte, ich muss jetzt dahin und die hier... mir schnappen. Dabei muss ich die mir gar nicht schnappen. Die waren jetzt einfach nur ein paar Plünderer. Ich muss zu der Aufgabe und die Aufgabe ist da weiter vorne. Oh, Leute, Mann, das macht mich hier fertig, Mann. Was sind das eigentlich mal für Drogenpilze hier? So. Geh wieder auf mein Bike. Das ich jetzt erstmal repariere, komplett. Bevor ich dann wieder einen Sniper-Schuss abbekomme und dann ist der eh wieder kaputt ist. Dann nehmen wir jetzt erstmal ein Medkit. Obwohl, nee, das wäre schon ein bisschen hart verschwinden. So, und da hinten sollte eine Typ sein, der Samen gestohlen hat. Genau, den wollen wir schnappen. Immer im Schnee kann man gut Spuren verfolgen. So, bevor wir jetzt aber anfangen, Verband herstellen. So, das lief alles nicht so optimal, aber das kriegen wir schon hin. So. So, Onkel Johnny kommt jetzt erstmal. Geht doch. Oh, Scheiße, da ist er. Ach, ich hab nur. Wieso hat er die Munition nicht aufgenommen? Oh, genau. Alter, wieder in Richtung dieser Kackwölfe. Wieder in Richtung dieser Kackwölfe. Wie verarschen? Wo fahrt ihr denn hin, Mann? Ich, ihr kommt mir, das ist ja das Problem. What? Jetzt könnt ihr mich mal, Mann. Mollys vor meinem Bike schmeißen. Ihr spinnt's ja, Mann. Ich find's lustig, aber er hat schon Leben verloren. Der eine ist gerade umgeflogen. Okay, ich habe nichts dazu beigetan. Hey, ich bin ein Heiliger.
läuft's, Lynchman? Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen? Leck mich! Dachtest du ja, du killst ein paar Leute, haust mit deren Zeug ab. Na, ist ja egal, wenn hier einer verhungert. Hauptsache, du hast, was du brauchst, hä? Lass mich los, du Arschloch! Hey, hör mir zu. Ricky wird ein paar Leute schicken und du sagst ihnen, wo die Samen sind. Und vielleicht erschießen sie dich, anstatt dich langsam aufzuhängen. Was sagst du? Keine Ahnung, wovon zum Teufel du redest! Okay, Mann, wie du willst. Hey, Ricky, ich hab ihn und ich schick dir seine Position. Irgendwer soll ihn abholen. Hatte er die Samen da? Nein, ich hab nichts gesehen. Okay, wir holen ihn ab. Lost Lake Ende. Hab ich gern gemacht. Okay, Lynchman, auf Wiedersehen. Das war eine seltsame Aufgabe, Mann. So viel Muni, so viel Zeug und alles irgendwie mehr oder weniger verschwendet. Und jetzt tun wir hier bei super schlechtem Wetter zu unserer nächsten Hauptaufgabe starten. What? So, und da ist eine Aufgabe mit Sarah ist, befürchte ich Schlimmes. Dieser Schneemann, aber da, also das Spiel sieht gerade so geil aus, wirklich. Also im Schnee hier mit dem Bike zu fahren, das sieht schon echt sehr, sehr gut aus. So. So, dich lasse ich in Ruhe. Man merkt, die sind aber deutlich mehr Freak als in vorherigen Gebieten. Ich dachte, sie mögt kein Licht. Ihr habt doch meine gepimpten Scheinwerfer. Ihr dürft jetzt mir eigentlich gar nichts mehr tun. Ich wollte erst zum Benzin nachladen. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit, O'Brien Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Diesmal musst du einen ihrer Helis mit dem Peilsender versehen. Den Hubschrauber. Okay, ich platziere den Peilsender am Heli. Alles gut. Und schon, warte, ich muss hier sauber. Weg. Gesichert? Sie dürfen mich nicht alles sehen. Alles klar, Doc. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen, hä? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen? Stand noch nicht mal im Dienstplan. Falls ihr das Schild nicht gesehen habt, kein Benzin. Nein, ich glaube, ihr habt ein ganz... Alles klar. O'Brien, der Sender ist bereit. Ihr müsstet... Da ist er. Oder sie ist... Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ah, Crazy Willies. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nesta. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie sie nur in? Naja. Hütten und so. Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen würden. In Bäumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sind Sie fertig? Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn Sie darüber reden wollen, kommen Sie zu den Baracken, um es Ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frag ja nur. Ich krieg auch Sachen mit. Ich war nicht immer Soldat. Kann ich fortfahren? Sicher. Südlich vom Belknap-Krater. Manche Gebiete der Belknap-Wildnis wurden aufgrund der Nähe der Nistplätze zu menschlichen Siedlungen nicht untersucht. Vor allem bei einem großen Camp bei... Salome Hot Springs. Oh, ja. Salome. An Herodes Geburtstag tanzte sie vor ihm, worauf er ihr versprach, ihr zu geben, was auch immer sie verlangte. Sie sprach, gebt mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und der König war sehr begeistert.
manches an der alten Welt vermisse ich nicht. Upload abgeschlossen. Ja. Die Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Das muss nett sein. Überall bricht die Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Gott, O'Brien. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von Ihnen sieht. Ihr biblisches Werk verrichten Sie hier. Okay, gut. Das lief ja sehr, sehr gut. Und, das Geburtstag haben wir abgeschlossen. Ich erinnere mich, 48% irgendwie geht. Das ist echt also mit Abstand die Quest, die uns von Anfang wahrscheinlich bis Ende hin durchführen wird, weil da ist der Fortschritt auch immer verdammt langsam. So. Hey, Ricky, hast du wen geschickt, um ihn abzuholen? Ja, und er ist plötzlich viel kooperativer. Ja. Anscheinend kamen sie kurz vor einem Schwarm an. Sie haben angeboten, ihn dazulassen, wenn er nicht sagt, wo die Samen sind. Das ist schräg. Ich hätte ihn da verrotten lassen. Ja, du weißt ja, was Iron Mike dazu sagen würde. Ja, ich weiß. Bis bald, Ricky. Da ist eine Horde. Oder? Oh, Leute, ihr seht sie. Eine verdammte Freak-Horde. Mit der legen wir uns lieber nicht an. So, jetzt haben wir im Endeffekt wieder nur eine wichtige Story-Mission. Bowser können wir besuchen und Iron Mike, um mit Ricky zu reden. Das werden wir beides machen. Doch davor machen wir jetzt erst einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter mit Let's Play Days Gone. Bis dahin, haut rein. Ciao.